Hallo, was machen Sachen? Ich werde euch heute zeigen, wie ich Sonja meine Mail vorgestellt habe. Nur kurz vorweg, es wird hier nur ums Modellieren an sich gehen und die Texturieren. Sachen wie Rigging, Weightpainten und die Sachen in Unity werde ich halt außen vor lassen. Das Video ist ja schon an sich lang genug und ich glaube, es ist auch viel spannender für euch, wenn ihr in einem Timelapse nur seht, wie das Modell erstellt wird. Ich werde in Zukunft mal Tutorial hochladen, wie auch ihr eure eigene Mail vorstellen könnt. Sprich, ich werde halt dann auf das Rigging, das Weightpainten und so weiter eingehen, aber das dann halt in einem späteren Zeitpunkt. So, dann fangen wir erstmal an. Angefangen habe ich auch hier wie bei Studio, dass ich mir eine schöne Basis bastel für meinen Körper. Ich wollte sie ein bisschen größer haben. Einfach so von den Proportionen her, dass sie mehr wie eine erwachsene Frau aussieht. Ja, ein bisschen ins Gesicht angepasst. Ich habe eine relativ simple Frisur erstmal genommen. Also, ja, eine einfache Langhaarfrisur fand ich ganz nett. Ich habe, wie ihr wahrscheinlich gleich sehen werdet, schon gesehen habe, ein bisschen Platz für die Ohren gelassen. Das habe ich gemacht, da ich geplant habe, die Ohren so ein bisschen zu modifizieren. Wer das fertige Modell kommt, weiß schon, was ich meine. Diese, ja, Flossenohren nenne ich es jetzt einfach mal. Und wie ihr seht, ist die Frisur an sich wirklich simpel. Lange Haare, die Seiten ein bisschen länger, ein Pony dazu, fertig. Die Bones sind eigentlich auch simpel. Ich habe vorne alle Haare einzeln gesetzt und hinten jetzt halt mehrere zusammen. Da man die Haare ja hinten eigentlich weniger so im Sicht hat, dann fällt das nicht so auf. Ja, Bones habe ich nur ganz grob gesetzt, da ich das meiste dann in Unity mache. So, inwieweit sind wir jetzt erstmal fertig? Wir haben es getestet, es läuft auch ganz gut. Haare bewegen sich auch so, wie sie erstmal sollen. Jetzt geht's ab zu Blender. Wir wollen ihr erstmal ein paar Klamotten geben. Normalerweise haben mehrere von ja keinen Top an, sondern halt ein Bikini. Ich wollte sie halt nicht immer nackig da stehen lassen, deswegen habe ich jetzt erstmal, ja, schutzeshalber eine Hose und einen Top gegönnt. Das werden wir jetzt erstmal los und wir machen ihr einen schönen Bikini. Ich weiß überlegen, ob ich so einen Muscheltop mache, aber da habe ich gesagt, nee, wir lassen es erstmal beim Bikini. Vielleicht kann ich ja später ihr, ja, so ein Muschel-BH geben, wie jetzt. Ja, wie man es so aus anderen Zeichnungen kennt. Aber für den Anfang tut es ein Bikini erstmal auch ganz. Wie ihr seht, arbeite ich sehr viel mit dem Mirror. Bietet sich bei Körper an. Die sind ja meistens ziemlich symmetrisch. Da kann man das machen. Dann hat man sich einfach wesentlich mehr Arbeit gespart. Und es sieht halt einfach auch angenehmer aus, wenn es gleich ist. Gerade bei den Klamotten, wenn es jetzt halt ja, normale Klamotten sind, sieht es auch halt angenehmer aus, wenn es halt symmetrisch ist. Es gibt auch Klamotten, die spezifisch asymmetrisch sind. Da ist das jetzt weniger sinnvoll. Wie jetzt so Tops, wo halt die rechte Schulter, die linke Schulter frei ist, dann macht es weniger Sinn. Aber für so, ja, so grundlegende Sachen, T-Shirts, BHs, Bikinis und so Zeugs, macht das da halt doch schon Sinn, das symmetrisch zu machen. Man hat sich auch so viel Arbeit gespart. Ja, und genau das machen wir jetzt oder sind gerade dabei, ihr neuen Bikini zu geben. Ich will als Badeanzug sagen, das ist ein Bikini. So. So, jetzt haben wir erfolgreich ihr erstmal ein Bikini gegeben. Erst noch nicht texturiert, sondern erstmal nur eine Farbe drüber. Das nächste, was wir jetzt angehen, sind die Ohren. Das heißt, alte Ohren ab. Wir schneiden ihr einfach die Ohren ab. Wir wollen ihr ja diese, ja, Flossenohren geben. Finde ich eigentlich mehr gefreut, finde ich mir ganz cool. Heißt Ohren ab. Jetzt wundert euch nicht, die Textur sieht ein bisschen komisch aus, die passen wir nachher an. Aber das machen wir halt später. Jetzt machen wir erstmal ja, die Modellierung an sich. Texturen machen wir später. Ich habe einfach einen Zylinder genommen, vorne abgerundet, bisschen versetzt, eingesetzt und dann halt eine Plane dazwischen. Schon fertig sind die Ohren. Bei der Plane in der Mitte müsst ihr aufpassen, dass ihr halt, wenn ihr die von hinten sehen wollt, müsst ihr die halt einfach nochmal kopieren und halt einfach die Ausrichtung des Gesichts ändern, der Faces ändern. Dann seht ihr auch die von hinten und von vorne, sind quasi zwei Planes, die übereinander liegen. Ansonsten, wenn ihr das nicht macht, habt ihr einfach hinten nichts. Wegen Backface. Also alles, was halt von hinten angeschaut wird, ist weg. Hat auch vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen, bei manchen Klamotten, die man, wenn man aus einem bestimmten Winkel guckt, sind die einfach nicht mehr sichtbar. Passiert öfters mal, wenn man das nicht macht. Oder es halt Fehler mit Raid-Painten gibt, dass halt das hintere Modell oder das obere Modell aber nicht mitkommt. Es ist jetzt mal egal, jetzt haben wir. Die Ohren sollten jetzt, glaube ich, erstmal so ungefähr fertig sein. Ich laber hier einfach nur wieder Blödsinn. So,
Ja, jetzt kommen wir zu den wichtigsten. Was macht eine Meerjungfrau zu Wellenfrau? Ja, die Flosse. Also müssen wir jetzt mal die Füße und die Beine loswerden. Die Hose natürlich auch. Wäre ein bisschen komisch, die Hose jetzt da oben die Flosse irgendwie drum zu machen. Wobei sie einfach lustig aussieht, aber so ein Jeans, ja, ein Jeanszylinder, der da einfach über die Flosse hängt, wäre schon lustig. Egal, okay. Flosse entsteht ursprünglich aus dem Zylinder, den habe ich nach unten verjüngt und dann Hilfe mit Loops nach und nach halt proportionsmäßig angepasst. Der ist ein bisschen zusammengedrückt, also vorne und hinten ist ein bisschen flacher wie die Seite. Ich hoffe, dass ihr werdet es ja sehen, ihr werdet sehen, was ich hier meine. Ich kann das mal nicht so gut erklären. Sagt nach und nach einfach ein paar Loops eingefügt, ein bisschen größer gemacht, da wo es sein soll, ein bisschen kleiner gemacht, wo es halt flacher sein soll. Ein bisschen mit dem Scripting-Tool rein, einfach halt die hintere Partie ausgewölbt, nenne ich es jetzt einfach mal so. Und damit ich das Modell nachher schöner bewegen kann, habe ich einfach zwischen den Sachen, die halt eigentlich gerade sind, auch nochmal ein paar Loops gemacht, weil überall, wo jetzt Vertices sind, kann sich auch was bewegen. Also macht da schon ein paar rein, dass es sich smooth bewegt. Flossen habe ich auch aus dem Plane gemacht. Ich habe es halt direkt von vorne mir angesehen und habe halt erstmal die Flossen von formmäßig halt grob ausmodelliert und habe sie dann halt über ein Solidify halt verdickt. Und halt nach unten hin, also die großen Flossen unten habe ich halt unten hin nur verjüngt. Und die Flossen weiter oben an der Hüfte, die sind halt auf beiden Seiten, also einmal am Rand verjüngt. So, da haben sie auch ein bisschen Volumen. Vorne sind sie dünn, in der Mitte sind sie ein bisschen dicker. So, ja, Volumen tut immer Sachen mal gut. Ich habe sie halt nicht komplett ausmodelliert. Man könnte jetzt halt sagen, okay, ich tue jetzt halt diese Außenhaut noch dran modellieren, aber ich sage, es reicht, wenn ich die texturiere. So nah kommt man an das Model nicht ran. Sie ist doch relativ groß. Das kann man über die Textur alleine ganz gut. Das kann man über die Textur alleine ganz gut regeln. Ja, und das habe ich dann gemacht. Nicht wundern, in ein oder anderen Szene sieht man noch, dass sie eine Rückenflosse hat. Die habe ich aber im Endeffekt gelöscht. Also habe ich versucht, die so gut wie es geht aus dem Video rauszuschneiden. Die hat mir am Ende nicht gefallen, deswegen habe ich sie einfach rausgemacht. Ich sagte, ab und zu kann es mal sein, dass man so eine Rückenflosse sieht, aber sie im Endmodell nicht drin ist, habe ich sie einfach so rausgeschnitten. Ich hoffe, es hat halbwegs gut funktioniert und Leute sind nicht ganz so irritiert. Zum Schluss habe ich die Flosse, damit sie einfach auch besser an den Körper passt, auch nochmal mit dem Körper zusammen gemerged. Das heißt, ich habe die Vertices einzeln aneinander gezogen und halt übereinander gelegt. Gemerged und dann halt das, was überstand, gelöscht. Man sieht auch eigentlich ganz gut, dass ich halt wirklich jeden Vertices nehme und halt über einen anderen ziehe, noch ein paar reinziehe, dass ich halt an von der Nummer passt. Ich hatte halt echt Glück gehabt und wirklich von Anfang an richtige Anzahl gehabt. Das war echt ein Glück. Unser Modell ist komplett fertig modelliert. Jetzt geht's an die Texturen. Das erste, was ich gemacht habe, ist natürlich erstmal das Fixen, was ich kaputt gemacht habe, was ansonsten in Ordnung ist. Jetzt die Ohren. Ich habe halt die Vertices ein bisschen zurechtgeschoben, dass sie halt ein bisschen schöner aligned sind und nicht ganz so gestretched sind. Was im Endeffekt ja an für sich erstmal egal ist, da ja wirklich halt nur eine Farbe drauf ist und kein richtiges Pattern oder so weiter, da ist das nicht so schlimm, es fällt nicht auf. Man muss einfach nur gucken, dass halt, ja, die Farben so ein bisschen ineinander laufen, dass es halt angenehmer aussieht. Ich hatte an der linken Seite ein kleines Problem, da hatte ich die Farbe ein bisschen anders gemacht, aber das hatte ich dann am Ende, habe ich es gesehen und gelöst, habe einfach wieder drüber gemalt. Ob du es einfach so einfach drüber malen, bis passt. Wir haben bei den Modellen ja zum Glück nur eine Base Color, das macht das alles ziemlich einfach. Wir müssen jetzt keine Roughness anpassen, keine Normal anpassen oder sonst was. Wir müssen einfach nur die Base Color hinkriegen. Ja, das nächste, was ich gemacht habe, ich habe mir die Textur vom Körper geklaut und habe den Photoshop reingemacht, weil ich hier Kiemen geben wollte und ich habe es halt in Blender nicht so gut hingekriegt. Mir fehlt da noch die Übung. Blender malt sich etwas seltsam, deswegen habe ich es einfach in Photoshop importiert und dann abgespeichert und wieder in Blender reinportiert, bis es halt gepasst hat. Beim Hals ein bisschen komisch, ich musste ein bisschen ausprobieren, bis ich halt wirklich die Stelle hatte, die ich wollte. Aber es ist so wesentlich schneller gegangen, wie wenn ich das einfach so im Blender probiert hatte. Da fehlt mir noch die Übung, aber das kommt einfach mit der Zeit. Ja, das nächste, was kommt, sind die Flossen. Wer im Stream dabei war, hat vielleicht gesehen, wie ich mich da ein bisschen mit abgemüht habe und es einfach komplizierter gemacht habe, wie es eigentlich sein müsste. Ich habe natürlich euch das Endresultat halt hingegeben. Ich habe halt eine Seite durchgeschnitten, das alles in einem Tube quasi gelassen und halt einfach eine Textur, ein Pattern drüber gelegt. Das war am Ende halt einfach die einfachste Lösung, ohne dass ich halt großartig da hin und her doktern musste. Ich habe es mir unnötig schwer gemacht. Manchmal ist die einfachste Lösung auch die beste Lösung. Man muss es ja nicht kompliziert machen. Und ich finde die Flosse halt echt schön, ist richtig schön geworden. Ich hatte auch kurz erst überlegt, ob ich die Flosse einfach so ausfade in den Körper rein, aber im Endeffekt hat es mir dann doch nicht gefallen. Ich lasse es euch nur mal so drinne, dass ihr seht, wie es aussieht, aber mir persönlich hat es halt so besser gefallen mit einem harten Cut, dass es halt wirklich dann aufhört und halt nicht diesen Fade nochmal hat. Das ist ja persönliche Sache, vielleicht mag ja einer von euch der diesen Fade eher.
Nee, so. Das nächste, was drankommt, sind hier ja, die kleineren Flossen, die an der großen dranhängen, die ja, Finnen. Das finde ich einfach Flosse. Egal. Auf jeden Fall sind die jetzt dran. Ihr seht ja, was es ist. Manchmal weiß ich einfach die Wörter nicht. So. Die habe ich jetzt, wie ihr seht, größtenteils tatsächlich doch im Blender gemacht. Ich wollte einfach ein bisschen üben und habe mir halt echt viel gekämpft damit, aber am Ende ist doch was Gutes rausgewonnen. Ich habe im Endeffekt auch herausgefunden, dass man einen Stroke machen kann, also dass der Pinsel hinter einem hergezogen wird, der richtig smooth ist. Ja, das habe ich vorher nicht gewusst, weiß ich jetzt. Man lernt ja immer was dazu. Und ja, wir sind ja hier auch quasi zum Lernen, immer was dazu entdecken. Ja. Ich habe auch hier die Basis einfach nur in Farb Feldern eingeteilt, wo ich was haben will, und habe die dann später in Photoshop nochmal verfeinert, weil es mir dann doch zu anstrengend war in Blendern. Ich habe in Blender keine Layer oder sonst was. Ich habe immer nur ein Layer, wo ich drauf male. Und wenn ich mich vermale, muss ich das wegradieren und so weiter und muss halt neu drüber malen. Das war mir zu doof, deswegen habe ich einfach Blockouts gemacht quasi. Da kommt die Farbe, da kommt die Farbe, und dann halt in Photoshop habe ich dann halt Feinheiten wie jetzt den Schatten und so weiter hingelegt oder ein Fade-out oder halt sowas. Ja, ihr seht es ja auch. So, zwischendurch habe ich noch ein bisschen was am Gesicht angepasst, weil mich dieser Schein mit den Lippen immer ein bisschen nervt. Der gefällt mir nicht. Ja, und das nächste, was wir haben, sind halt die Ohren, die Flossenohren. Die sind ja relativ klein. Ich wollte halt kein extra Material dafür halt opfern. Deswegen habe ich die jetzt einfach ja, mit aufs Gesicht gemacht. Die Ecken waren ja frei und die waren groß genug. Daher ist halt einfach auch nur eine simple Farbe und halt ein Gradient drauf ist. Ja, die habe ich dann einfach auf freie Plätze getan, angemalt. Auch das gleiche wie mit den Flossen. Habe halt erst Blockout gemacht, wo was liegt, und dann halt einfach mit, ja. Photoshop einfach nochmal ein Gradient drüber gezogen, fertig. Relativ simpel, aber sieht gut aus. Das nächste sind die Haare. Ich war es überlegen, dass ich halt wirklich nur so einzelne Strähnchen habe. Den ersten Versuch habe ich ja dran gelassen, aber im Endeffekt hat er mir nicht gefallen. Dann habe ich mir eine feinere Textur gemacht mit einer feineren Haargliederung. Haare habe ich eigentlich eine recht simple Technik. Ich mache mir erst ein Zickzackmuster, mal gröber, mal feiner, je nach Modell, wie es halt optisch auspasst. Ich probiere es einfach mal aus, ob grob oder fein. Also wie gesagt, mache ein Zickzack-Muster, mache da halt ein Motion Blur drüber, mache stärker, mache schwächer. Ich mache halt unten meist ein bisschen heller, oben ein bisschen dunkler. Ich mache es danach halt unten ein bisschen heller, oben ein bisschen dunkler. Teilweise mache ich auch unten noch eine andere Farbe. Gerade bei ihr habe ich halt wirklich nochmal ein krasses Gelb mit zugemischt über einen Layer-Effekt. Spielt auch mit dem Layer-Effekt so generell so ein bisschen rum. Da mache ich halt mittendrin nochmal einen kleinen Schein rein, so ganz, ganz wenig, nur so ein kleines bisschen, das reicht schon. Und tada, haben wir wunderschöne Haare. So, fehlt nur noch eine Sache, die Farbe braucht. Ich wollte auch hier wieder kein komplettes Material verschwenden und wusste, aha, wir haben ja die Beine wegreduziert. Da ist hier noch was übrig. Drücken wir die einfach da unten drauf. Wir machen eh nur eine simple Farbe, weil ich ja eventuell vielleicht mal einen anderen drauf machen will. Und halt so ein ja, Bikini in einer einfachen Farbe tut es ja auch ganz gut. Ein bisschen Shading rein nach unten, weil ja, Bubas machen Schatten. Ja. Wir haben es fast geschafft, es fehlt nicht mehr viel, das ist jetzt nur noch die Gesichtspartie, sprich die Augen. Das nächste machen wir machen die Pupille. Da habe ich auch einfach wieder mein Standard-Augen, sag ich jetzt mal, über eine Grundfarbe. Ich mache es hier oben ein bisschen dunkler und ein bisschen heller, teilweise mit einer anderen Farbe. Einen dunklen Ring rundherum, Pupille rein, ja und fertig, Auge. Da bekommen auch die hinteren Haare auch noch eine Farbe, dass man halt, falls man wirklich irgendwie durchgucken kann, dass es halt nicht so komisch aussieht, dass man eine Glatze hat. Einfach die gleiche Farbe wie die Haare, auch dieses Gelb wieder mit rein und fertig. Beim Mund und bei den extra Augen aus Vivoid habe ich jetzt nichts verändert, die bleiben so, wie sie sind.
Das nächste, was ich mache, ich mache mir einen Eyeshine. Ich mag halt diesen Revolt nicht, der ist halt so ein bisschen ausgefadet und diesen Gelbstich, den finde ich nicht so gut, also mache ich mir selber welche. Auch die Augenbrauen, Wimpern, Augenlider passe ich so ein bisschen an. Bei den Augenbrauen mache ich halt bis diese Lücke immer noch weg. Ein bisschen halt dieses Schwarz-Weiß erstmal geändert, da ist ja halt Basis benutzt, dass wir Textur drin haben. Und dann mache ich halt einfach auch die Farben drüber, die ich in die Haare benutzt habe. In dem Fall halt dieses Gelb und Grün. Das gleiche auch für die Wimpern. Meist mache ich einfach in dem Grayscale ein paar Wimpern dazu, ein paar Wimpern weg. Den Lidstrich passe ich immer ein bisschen an. Ich mache den mal wesentlich kleiner. Der ist mir halt aus wie über direkt zu groß, also einmal ein bisschen das wegradiert. Mit einem Multiply die Farbe drüber, fertig ist es. Da hat man ein bisschen Struktur drin, ein bisschen halt Abwechslung, ja, und reicht vollkommen aus für schöne Augen. So, jetzt sind wir schon fertig, Texturen sind alle gemacht. Jetzt heißt das Modell testen. Wie gesagt, ich habe halt Rigging und Weight Painting und so weiter alles übersprungen. Das werde ich euch in einem später mal in einem Tutorial zeigen, wie ihr euch eure eigene Mehrmuffe machen möchtet. Das wäre halt einfach sonst zu lang. So, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns später. Auf Wiedersehen!